herzlich willkommen hier auf der Produktronika am Stand der EPP. Mein Name ist Doris Jette und neben mir steht Falk Singer, der Geschäftsführer der Messe München. Herr Singer, guten Tag. Herr Singer, wie lautet das Fazit der Produktronika 2019? Ja, die Produktronika 2019 geht gerade in diesen Minuten sehr erfolgreich zu Ende und das war dieses Jahr gar nicht so selbstverständlich. Wir sind zwar mit einem Aussteller Plus und auch einem Flächenwachstum in die Veranstaltung gestartet, aber die Gefühle waren doch etwas gemischt, sowohl bei uns als Messegesellschaft als auch bei den Ausstellern, mit denen wir gesprochen hatten. Und wir sind sehr froh, dass aus diesen gemischten oder unsicheren Gefühlen dann im Endeffekt sehr gute Gefühle gegen Ende der Messe wurden und darüber sind wir sehr glücklich. Was waren die Fokusthemen der Produktronika 2019? Also letztlich drehte sich hier immer noch wahnsinnig viel um das Thema Industrie 4.0, das Megathema der Fertigungsindustrie und damit natürlich auch der Produktronika 2019. Man hat es auf allen Ständen gesehen, Begriffe wie Smart Factory oder AI waren omnipräsent. Wir haben das Thema auch noch unterstützt. Wir haben eine eigene Produktionslinie aufgebaut, an der man die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation erleben durfte. Und wir hatten auch einen eigenen Smart Maintenance Pavilion, wo man so Dinge wie Predictive Maintenance oder Conditioning Monitoring gesehen hat. Und was war Ihr persönliches Highlight während der Produktronika? Natürlich hat mich am meisten begeistert, wie die Aussteller ihre Innovationen auf ihren Ständen in Szene gesetzt haben. Aber jenseits dessen, der Innovation Award am ersten Messeabend war sensationell, was dort für Neuheiten von den Ausstellern gezeigt worden sind und die dann auch zu Recht gekürt worden sind. Aber auch das, was wir mit der Nachwuchsförderung gemacht haben. Der erste Hackathon auf einer Produktronika ist sehr erfolgreich verlaufen. Und am letzten Messetag, also heute, konnten wir auch noch den Produktronika Fast Forward Award verleihen, also unseren ersten Startup-Wettbewerb erfolgreich abschließen. Das insgesamt war eine sehr schöne Erfahrung. Vielen Dank, Herr Singer. Dankeschön.